Liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, wann sind wir denn endlich da? Kinderfrage unterwegs. Sie erinnern sich an die eigene Kindheit, an die eigenen Kinder? Hinten im Auto auf der Fahrt in den Urlaub, zu Besuch bei Oma, Opa, bei Freunden. Kaum die Stadt raus, schon fangen sie an. Früher wurde dann, zumindest bei uns im Auto, auch gespielt. Nummernschilder raten. Oder mit den Nummernschildern vorbeifahrender Autos neue Worte bilden. Oder. Manchmal gab es dann auch was zu essen. Vielleicht auch ein Buch. Heute ist das anders. USB-Buchsen im Fond. Da können Sie dann das Tablet anschließen, das Handy. Bespaßung, Ablenkung digital, so wie zu Hause. Ein Film, ein Spiel, auf dem Tablet malen. Und dennoch irgendwann die Frage, wann sind wir denn endlich da? Eine Menschheitsfrage. Die haben Sie schon im alten Israel gestellt. Auf dem langen Weg durch die Wüste. Die Jungen verstanden immer weniger den Sinn dieses Weges. Klar, die Alten wussten den Grund. Hinter ihnen lag Ägypten. Sklaverei und Ausbeutung, nicht nur der Arbeitskraft. Der ganze Mensch gehörte den Herren und Herrinnen, den Ägyptern. Und die kannten kaum Grenzen. Unfreiheit, Unterdrückung. Und dann befreit sie Gott durch Mose. Sie gehen, getragen von Gottes Versprechen, dass er ihnen Heimat schenkt. Gelobtes Land nach der Wüste. Aber noch sitzen sie in der Wüste. Lebensfeindliche Bedingungen, Sand in jeder Ritze, nicht nur der Zelte und der Kleidung. Wind, Sonne, Dornen, Tiere, die ihn nach dem Leben trachten, eiskalte Nächte. Die Verheißung verblasst, Gottes Versprechen wird undeutlich. Die Vergangenheit gewinnt neuen Glanz. Es war ja doch nicht alles so schlecht. Einer der Hauptsätze. Und dann wieder diese Frage, wann sind wir denn endlich da? Diese Frage erfragt den Augenblick, verliert die Zukunft aus dem Auge. Horizontale Perspektive, kein nach vorne schauen, kein Ziel, das im Blickfeld liegt, das sich zu erreichen lohnt. Vielmehr glänzt Vergangenheit. Selbst wenn sie hart war und schwierig, wenn es gut ist, dass sie vergangen ist und abgeschlossen. Wann sind wir denn endlich da? Das Volk Israel in der Wüste fragt, wie von Schlangen gebissen. Diese Geschichte aus dem 4. Buch Mose, dem Buch Numeri, sie steht im Mittelpunkt der heutigen protestantischen Gottesdienste. Aber, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, es geht weiter. Gott sieht, Gott hört, wie seine Leute quengeln, motzen, unzufrieden sind und darunter leiden, dass sie diese Fragen wie Schlangen beißen, ihr Leben fordern. Sie wollen Rettung, sie wollen Zukunft, sie wenden sich an Mose, an Gott. Und der schafft Voraussetzungen, dass sie sich retten können, Leben gewinnen. Dass die Quengelfrage, wann sie denn endlich da seien, ihre Bedeutung verliert. Mose soll oben am Ende eines Stabes eine Schlange machen, Metall. Und sie sollen den Blick wechseln, von sich und ihrem Elend absehen, wegschauen, nach oben schauen, zu Gott hin. Dieser Blickwechsel kann sie retten. Sie bekommen jetzt anderes zu sehen, können so das Ziel ihres Weges neu entdecken, wenn sie sich dazu aufraffen können.
Wann sind wir denn endlich da? Eine vertraute Frage, die wir in anderer Gestalt ganz oft hören. Unzufriedenheit bricht sich in ihr Bahn, sucht sich ihren Weg, wird dann im Alltag bestimmend, auch mitten unter uns. Da wird dann das Glas schnell halb leer. Da wird klein geredet, wie wir leben in all unserem immer noch riesengroßen Wohlstand. Das alles wird dann unzureichend, defizitgeprägt. Und da werden dann alte Feindbilder neu belebt, Kriegsherren zu Helden umgedeutet, Verklärung, Verleugnung von Realität mitten unter uns. Dabei lädt uns diese alte Geschichte aus der hebräischen Bibel ein, aufzuschauen, Perspektive zu wechseln, von uns wegzuschauen, auf Gott, auf Jesus Christus. Und dabei zu entdecken, dass dieser Blickwechsel retten kann. Sie damals, sie, mich, uns heute. Denn indem wir den Blick neu ausrichten auf Gott, auf Jesus, seinen Sohn, unseren Bruder, sehen wir die Liebe Gottes zu uns Menschen. Die kann uns tragen, die kann uns heben und retten am Ende unserer Zeit. Wir sind unterwegs, schauen auf die Menschen, die mit uns gehen, auf den liebevollen Gott, der uns nahe ist, begleitet und wenn es hart auf hart kommt, birgt und ummantelt. Diesen Blickwechsel wünsche ich Ihnen, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer. Heute am Sonntag Reminiscere, erinnere dich und an all den Tagen der Passionszeit und des danach folgenden Osterfestes. Bleiben Sie behütet und schauen Sie nach oben. Gott segne Sie. Amen.